Heyho, hallo meine Freunde und willkommen zum neuen Video von eurem MC-Zocker. Und heute zeige ich euch mal was. Ich plane nämlich mit meinem Clan am 30.10. ein Halloween-Shop-Event. Das ist ein Tag vor Halloween. Und was man da gewinnen kann, wie man mitmachen kann und wo das Ganze stattfindet, zeige ich euch heute im Video. Aber davor grüße ich noch ein paar Personen. Also, Grüße gehen raus an ejack09. An Dr. NLP, an Edgariana 3001, an JustFinn, an Elias. Und ich würde sagen, den Rest grüße ich dann in den nächsten Videos. Wenn genau du auch gegrüßt werden willst, schreib einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Gruß. Zu dem Ganzen hin kommt ihr schon mal mit /phib-events. Das Ganze ist, by the way, auch aus CityBuild 1. Wenn ihr das eingibt, landet ihr hier. Wenn jetzt hier gerade ausläuft, links ist zum Beispiel hier noch ein Spawner, rechts ist ein Spawner, da ist auch unser Clan-Kopf drauf, weil ich das Ganze mit dem IB-Clan, mit meinem Clan, veranstalte. So, aber jetzt zeige ich euch mal, was man da alles gewinnen kann. Ich habe auch schon einen Forum-Beitrag im Forum geschrieben über das Drop-Event, weil das Ganze findet nämlich auch um 18.30 Uhr statt. Da werde ich auch streamen. Das ist ein Freitagabend. So, sagen wir, fangen mal ganz links mit den Items an. Zum einen werden wir... Ich war beim Halloween-Event 2020 dabei. Einmal werden wir diese Halloween-Kürbisse droppen. Das sind nämlich einfach so kleine Items, man war dabei, was Kleines für die EC. Dann eine Doppelkiste Essen. Einmal eine Kiste Fisch und eine Kiste Steaks. Weil unsere Gäste hier, die sollen ja auch nicht verhungern. Dann Karten. Hier haben wir eine Doppelkiste Karten. Und dann 5K-Blöcke. 5K-Blöcke sind einfach die Blöcke von den Money-Drops. Es gibt ja viele, die sammeln, von daher habe ich da auch noch welche gekauft. Einmal eine Kiste, hier ist noch eine Kiste. Hier ist auch zum Beispiel Nazima, ein 5K-Drop von Nazima dabei. Einer von 1 Ivy, vom Moderator 1 Ivy, der ist auch ordentlich was wert, weil 1 Ivy ist ja kein Mod mehr. Und ja, das zu den 5K-Droppen. So langsam kommen wir zu den teureren Sachen. Erstmal kommen jetzt noch Banner. Hier sind auf jeden Fall noch viele Banner. Hier sind noch welche Banner. Gibt es auch Banner, die zum Beispiel 16 Mal hier drin sind. Weil Banner-Shops, so fängt man ja immer an, das ist dann auch ein bisschen für die neueren Spieler. Jetzt fangen mal so die teuren Items an. Einmal OP-Items. Da haben wir ein Eis.Q-Ei, ein Spawn-Enderman-Egg von Godkiller gesigned, 5 Dracheneier, 51 Beacons, 8x Endstone, 4x Taschentuch, 4x ein Kontoauszug von Kraft Bonze, 6x Storm-Monster-Eggs, 2x Abgiss-Überreste, 2 volle Rainbow-Rüstungen und einmal noch nur das Rainbow-Helm und einmal Rainbow-Schuhe. Dazu eine goldene Farbe, eine magische Farbe, noch eine magische Farbe. Einmal Abgiss-Überreste, die wohl beim Sign oder hier beim Benennen da wohl, keine Ahnung, die haben irgendeinen Fehler. Dann 2 Buggy-Storm-Monster-Eggs, eine Lord-Varus-Angel, die auch einiges wert ist, eine antike Rüstungs-Chestplatte. Und ein Bedrock. Das war so die erste OP-Kiste. Dann gibt es auch eine Kiste mit Köpfen, von denen es auch einige gibt. Hier sind einmal viele Epische drin und Spielerköpfe, wie zum Beispiel hier Phoenix-Kopf ist ein Spielerkopf. Hier zum Beispiel der Spawner-Kopf ist einiges wert. Und dann gibt es ja auch noch aus den Kisten die Köpfe, die hier auch mit 6x dabei sind und unter anderem 26 Wizard-Schädel. Das hier sind auch mit die Köpfe, die ich auch im Chest-Opening gewonnen habe. So, auf der nächsten Seite geht's weiter. Hier sind Sign-Items, für die habe ich lange gebraucht, die alle zu sammeln. Hier habe ich mir nämlich eine Doppelkiste von insgesamt 54 Leuten einen Sign geholt, die in den Block hier mit Happy Halloween gesigned haben. Das ist auf jeden Fall echt nice, was im MMO 3,7 Millionen nach der Aufnahme gerne. So, dann haben wir eine erste Kiste. Hier sind 9 Stacks, 9,5 Stacks Dia-Blöcke drin, sehr viele Smaragde, sehr viel Gold, sehr viel Lapis, sehr viel Eisen und auch unter anderem Kohle und Redstone. Hier sind auf jeden Fall Erzblöcke und auch die normalen Erze, die sind auf jeden Fall auch einiges wert. Darunter gibt es jetzt die besonderste Kiste. Hier gibt es 5x einen $500-Gutschein, wer den fängt, bekommt nach dem Event von mir $500. 4x einen 1K-Gutschein, wer den fängt, bekommt nach dem Event 1K. Dann 3x einen 2K-Gutschein und 2x einen 5K-Gutschein. Jetzt kommen schon etwas teurere Gutscheine. 2x ein 10K-Gutschein und einmal ein 5K-Gutschein, den uns der liebe Tigers sponsort. Der auch OG-Member ist. Dann 3x ein Minikopf.
Das Ganze ist ein Skin, der dir gepixelt wird. Da mein Claimer bietet das an. Der pixelt euch einen Skin. Und das ist eigentlich auch was, was man so leicht nicht bekommt. Der pixelt euch einen Skin, dann habt ihr einen Minikopf. Und das ist auf jeden Fall auch nice. Und dann bekommt ihr noch dreimal ein Schild. Da bekommt ihr euch ein Blatt aussuchen. Dann bekommt ihr dann ein Schild auf den Rand oder auf die Straße. So. Dann sind wir auch schon bald fertig mit den Kisten. Hier kommt noch eine Werkzeugekiste. Hier sind auf jeden Fall sehr gute Äxte drin. Gute Spitzhacken. Unter anderem auch eine Gucci-Spitzhacke. Aus dem Gucci-Store bei CB1. Auf jeden Fall könnt ihr mal vorbeischauen. /pa-gucci-shop auf CB1. Und noch viele Schaufeln mit FE5 und Unbreaking 3. Die ranzuholen war auch etwas schwerer. Dann haben wir noch eine ganze Kiste Köpfe. Wo auch hier auch manche Köpfe wieder zweimal dabei sind. Und hier auf jeden Fall auch echt nice Köpfe dabei sind. Auch hier zum Beispiel Essensköpfe. Schon länger her, dass die in den Kisten waren. Noch ein alter Spawner-Kopf. Hier noch ein Wither-Kopf und so weiter. Hier auch noch gesignte Team-Köpfe. Und hier oben dann noch ein paar Köpfe. Hier sind dann auf jeden Fall noch epische Köpfe. Und auch unter anderem Webex-Minikopf und ein Scar-Minikopf, der auch einiges wert ist, weil Scar das Team ja geliebt ist. Und die letzte Kiste sind nochmal 2+1 Claim-Mitglied-Items. Und wenn man sich einigermaßen auf jeden Fall mit dem Wert der Items auskennt, dann weiß man auf jeden Fall, dass das relativ teuer ist. Und es werden noch einige Items dabei kommen. Und es gab auch viele, die was gespendet haben. Da würde ich mich auch nochmal gern bedanken. Hier, wo ist die Gutscheinekiste? Hier, zum Beispiel ein 5K-Gutschein wurde von dem lieben 1Tanzi gesponsert. Vielen Dank dafür. Ein anderer 5K-Gutschein wurde von dem lieben Phoenix, von dem ich auch den Kopf verlose, gesponsert. Vielen, vielen Dank an dich. Die drei Köpfe, also die drei Mini-Köpfe, gesponsert von NoWageMod, auch vielen Dank an dich. Und der 50K-Gutschein, gesponsert von Tigas, auch nochmal vielen, vielen Dank an dich. Dann bei den Dracheneiern, da sind eins wurde gesponsert von PvP-Couch und noch einige mehr. So, auf jeden Fall nochmal vielen Dank an die Sponsoren. Und das Enderman Glück 1-Eck, sogar signiert, das wurde von Gott Killer gesponsert. Wenn ihr auch noch was fürs Job-Event dabei geben wollt, was am 30.10. stattfindet, per IB Events gibt es links und rechts Spendentrichter, wo ihr auf jeden Fall noch was dabei legen könnt. Wenn ihr die Sachen signed, werdet ihr auch noch erwähnt und ich bedanke mich noch bei euch für die Signs und für die Items. Und ich würde sagen, Leute, das ist hier von einem etwas kürzeren Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Tragt euch in den Kalender, 30.10.18:30 Uhr. Haut rein und ciao!